Willkommen im Orion-Sektor. Schön, dass ihr wieder da seid zu einer weiteren Folge Star Trek Online. Wir nähern uns dem Deneva-System, wo die Raumstation K-13 auf uns wartet. Nun, ich bin gespannt, was dort harren wird. Beep, beep. Das Problem bei diesen Ladescreens ist anscheinend immer, dass er vorher erst noch so eine Art Mini-Patch ziehen muss. Ich weiß es nicht. Und das braucht wohl immer ein bisschen länger. Aber auch kein Problem. Wir schauen uns in dieser Zeit in aller Ausführlichkeit diesen wunderhübschen schwarzen Bildschirm. Ah, jetzt ist er am Patchen. Qualvolle Vorzeichen. Wir sind in der Nähe der Deep Space K-13, Captain. Das ist seltsam. Ich empfange keine Kommunikationssignale. Überhaupt keine Signale. Weder von K-13 noch von anderen Schiffen im System. Scannen Sie nach Anzeichen für feindliche Schiffe oder feindliche Aktivität. Sensoren erfassen keine feindlichen Schiffe oder Warpsignatoren. Es gibt auch keine Anzeichen von Kampfhandlungen. Wie seltsam. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Okay. Schwein, Mr. Schwein, gelber Alarm auf Annäherung vorbereiten. Energie. Ich finde das schön, wenn der Phaser einschlägt, wie dann dieses Schlagzeug, dieses Tram-Tram. Okay, alle Schiffe wurden deaktiviert. Captain, dies sind Sternenflottenschiffe, die diesen Sektor patrouilliert haben. Ich denke nicht, dass dies ein Spiel oder eine Simulation war. Ihre Waffen waren auch voller Energie. Versuchen Sie, eines der Schiffe zu kontaktieren. Nutzen Sie alle Frequenzen. Verwenden Sie jedes Hilfsmittel, das Sie kennen. Leg los! Okay, wer übernahm die Kontrolle? Was geschieht denn da drüben? Okay, schließ den Kanal. Wir haben eine Nachricht vom Sternflottenkommando erhalten, Captain. Wir haben den Befehl, die Situation umgehend zu untersuchen. Captain Doherty hat diese Station erwähnt. Bringen Sie uns für einen Scan von K-13 heran. Naja, das ist nicht ganz gutes Deutsch, aber was soll's.
Was mag dieser Scan jetzt ergeben? Okay, es gibt keine Anzeichen für einen Kampf auf der Station, Captain. Auch keine feindlichen Lebensformen. Alles ist ruhig. Die Sensoren erfassen eine Menge Lebenszeichen da drüben, aber ich erkenne keine ungewöhnlichen Aktivitäten. Alle Stationssysteme scheinen zu funktionieren. Sollen wir herübergehen und uns sehen? Ja, ein Landetrupp soll sich schon mal in den Transporterraum begeben. Ich werde mich gleich dorthin begeben. Manchmal denkt man zu schnell, als man liest. Fängt hier gut an. Sie haben null die Lithium. Okay. Diese Einschlaglöcher an der Wand wurden durch Phaserfeuer verursacht. Hier hat ein Kampf stattgefunden. Aber zwischen wem? Kein Anzeichen von klingonischen oder romulanischen Waffenfeuer. Es wurden nur Föderationswaffen eingesetzt. Ich habe ein ungutes Gefühl bei dieser Sache. Könnte aber auch die halbe Ente sein, die ich verdrückt habe. Stop where you are and turn about slowly. I need to determine if you are infected. Neuroparasites. A life form last encountered by the crew of the Enterprise at Deneva Colony. Those possessed by the creatures tend to engage in hostilities with the uninfected. The better to render them fit for infestation. Temet, and while you have not engaged in hostilities thus far, I have seen infected employ false passivity in order to lure unwary prey. A tricorn scan show a slightly elevated level of adrenaline, though nowhere near that of an infected life form. Thank you for your patience. One can never be too cautious where these parasites are concerned. According to Starfleet data files, the parasites can be safely destroyed by exposure to high-intensity ultraviolet light. My attempts at reconfiguring the station's lighting thus far have been as a precaution. I have developed a serum that can render a person toxic to the creatures. However, medical supplies here are limited. Okay, jetzt habe ich gerade vergessen vorzulesen, aber ich nehme mal an, ihr habt den Chatverlauf verfolgt. Hier spricht Leutnant Brown von der USS Burscheid. Ist irgendjemand auf der Station in der Lage zu antworten? Scotty! Verstehe. Wir sind hier sicher auf der Krankenstation. Können Sie zu uns kommen, Scotty? I'm afraid not. I'm in the auxiliary control room, down on the engineering deck. The place is filthy with parasites, so you'll understand if I don't go out for a wee jaunt. Verstanden, Scotty. Wir werden uns zu Ihnen durchschlagen. Braun, Ende. I have secured a small amount of security gear. It may give you another edge against the parasites. Ausgezeichnet, Fähnrich. Sie kommen mit uns. Rüsten Sie sich aus und dann ab zur Technik. Ich muss noch mal gucken, wie die Belegung gewesen ist. So. Ach, ich habe doch da noch eine bessere Waffe, die kann ich doch direkt mal nutzen. So. Dann geben wir Tasi noch eben die bessere Waffe. Und Skafrin, was hat der denn? Standard-Phaser? Der kriegt dann diesen Phaser hier. Plus diesen Körperanzug. Das dürfte dem kleinen Schweinchen auch passen. Wer bist du denn? Jäger?
Hey, die hauen ja voll rein hier. Matt. Was mir da wieder einfällt. Kann ich unter den Rock gucken? Nee, geht leider nicht. Creatures continue to be resistant to tricorder scans, sir. It may be fascinating. I'm detecting an unusually high level of tachyons nearby. Based on these readings, it's possible that a temporal event has occurred on this within the last 4.2 hours. Aha. Wirklich faszinierend, Team-Ed. Lassen Sie uns fortfahren. Der steht da doof rum. Der Fähnrich wird jetzt umgeschossen. Hallo, Fähnrich. Legst die nieder. Kann ich hier rein? Nein. Kann ich da rein? Nein. Kann ich da rein? Nein. Kann ich hier lang? Ja, ich kann. Nein. Doch. Ja, ich muss mal gucken, ob ich irgendwie diese Benachrichtigungen ausschalten kann. Was haben wir denn da? Z-Partikel-Scan. Wir haben alle diese flache Pizza auf dem Rücken drauf, die man natürlich auch aus der Star Trek Folge kennt, wo diese Parasiten das erste Mal vorgekommen sind. Und da sahen sie auch aus wie Pizzen. Pizzamampf! Auxiliary control station is down the hall to our right. I'm reading a single human life form within the room. The biosigns match those of Commander Scott in the Starfleet medical database. Okay, dann dürfen wir Scotty nicht warten lassen, meine Hübsche. Ingenieursabteilung. Hi there. It's good to see a friendly face. Hallo Scotty. There you are. I was beginning to get a bit concerned. But you might have been taken by those little beasties. I'll just lock the door so none of them can get in while we discuss our next course of action. Now that you're here, there's some work to do. The way I see it, we need to get to main engineering and turn on the station's ultraviolet lighting. That'll sort the nasty bugs out properly. Is that so, Teammate? While I cannot attest to the ability of UV light to sort Denovan parasites, it will initiate a complete molecular breakdown within all parasites exposed to it. Fähnrich? Aye, she's a Vulcan, all right. I was trying to override the lighting controls from here. It looks like someone sabotaged several duotronic relays. We have to repair them if we're going to have any chance of saving the station. Before we go, grab yourself a kit from the crate there. It might come in handy. We better get a move on. The parasites aren't ones to loiter about. All right, Scotty, danke schön. Equip a kit to gain new ground combat abilities. Aye, this is one of the broken relays, right here. That one was easy. Just a few more to go. Huch, jetzt habe ich ihn weggedrückt.
Ach, guck mal, jetzt habe ich auch so einen drauf. Tret drauf, Baby! Erstmal gucken, was sagt denn hier die Karte überhaupt? Okay, also doch hier rechts rein. War ich jetzt richtig? Hä? Ach, der. That takes care of that. No trouble at all. Manchmal, liebe Freunde, sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Komm her, Scotty. Oh, Scotty. This one just needs new features. Sieht ja schon lustig aus, wenn die dann auf einmal da loszappeln. Das ist der neue Tanz und hier, yeah, Baby. Ich muss ja ehrlich zugeben, ich bin tierisch raus. Also ich merke das sofort an der Steuerung. Also vor 2 Jahren fiel mir das wesentlich leichter, das Spiel zu spielen. Aber da hatte ich auch eine wesentlich bessere Übung, wenn ich ehrlich bin. Komm her, Scott. Wo ist er denn? Ach, Scotty. This may be a bit tricky. Just a wee bit. There we are. Ich weiß ja nicht, wo die immer direkt wieder herkamen, aber sie waren auch immer da. Okay. Die sehe ich doch von hier aus. Map, 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 map. Alter, wo kommen die ganzen Pizzen her? Jetzt wird's hell! It looks like someone has overridden the command codes. Oder auch nicht. To the command center and see what you can do from there. I'll stay here, barricade the door, and keep trying to get those UV lights going. In Ordnung, Scotty. Seien Sie auf der Hut. Ja, ich setze mich erstmal eine Runde. So, wo muss ich denn jetzt hin? In die Jeffreys-Röhre. Look, who are those soldiers? They're definitely not Scott.
Guck mal, ob wir die erkennen. Ja, das sind doch die, die in Enterprise vorkamen, nicht? Also die Serie mit Scott Bakula. Verdampft, ihr Pizzen, verdampft! Send a squad to kill the Federation vermin. Da ist es uns aber jetzt gegeben, meine Hübsche. Noch jemand kommen? Ah ja, dich kenne ich doch irgendwoher. Ja, du kamst auch in Enterprise vor. Jetzt erkenne ich dich, Daniels. Actually, the name's Daniels. This may be a little difficult to absorb, but recent events may make it more plausible. I'm actually from the future. I can't tell you how far. Just that it's a future worth protecting. That's why I'm here now. The aliens we're fighting are called the Nakul, and they're waging a temporal cold war with us. They're trying to change the timeline here in order to disrupt the future. Mm-hmm. Understand that I follow a temporal version of the Prime Directive. There's only so much I can reveal to you. Trust that we're doing the right thing here. Time's a factor. We need to stop the Nakul from obtaining the neural parasites. The Nakul ship that brought these invaders is now fighting the USS Ptolemy. Someone must have sent a distress call. Unfortunately, Ptolemy is no match for the Nakul. Neither is your ship, at least not alone. We should eliminate the parasites on the ships you fought earlier. Those crews will help you once their minds are their own again. It's risky, but it's our best shot here. Also im Videospiel sieht er noch creepier aus als in der Serie. Auf das Schiff beamen. Einen Moment bitte. So. Die Ptolemy hält die Nakul auf, während wir die anderen Schiffe retten. Doch sie werden nicht lange durchhalten. Wir werden von K-13 gerufen, Captain. Auf den Schirm. I'm transferring command codes to you now. Use them to remotely access the computer on those disabled ships and emit an ultraviolet flash inside. Fliegen Sie an die infizierten Schiffe heran und lösen Sie einen UV-Blitz aus. Ich danke dir, Scotty. This is Captain Serrault of the Ptolemy. We have engaged the enemy ship, but we are outmatched. Please restore those ships and join the fight quickly. Not getting covered. Looks like everyone's coming around. The parasites are gone. This is Captain Jordy of the USS Myrmidon. What happened? Ihre Besatzung wurde von Neuralparasiten übernommen. Wir haben sie besiegt. Nun benötigen wir Ihre Hilfe, um dieses Alienschiff zu besiegen. Parasites? What? Okay, sorry. Engaged. We're not doing any damage. The Ptolemy has been destroyed. Temporal shielding. Temporal shielding? Never heard of it. But maybe a modulated ion.
Man sieht, die bleiben dann auch extra schön stehen, um sich beschießen zu lassen. Scott here. The portal's collapsing. We're in for a right bumpy ride. Everyone's aboard. Get us clear before that portal blows. Was? Nur diese drei People? There she goes. I don't think anyone's ever seen a station do that. Captain, bevor K-13 in den Wirbel gezogen wurde, habe ich ein paar Notsignale erhalten von der Station. Verdammt, wir haben einige verpasst. Sind sie fort? Perhaps not. After all, it was a temporal vortex. They may well survive. In another time. Hoffentlich, Scotty. Hoffentlich. Well then, it's been quite a day, hasn't it? Neural parasites. Time traveling raiders. Why, things will seem almost normal once I'm back on the Enterprise. Speaking of, I'm sure the ships here can give me a lift back to her now that they're parasite-free. If Starfleet Command gives you any grief on this, remind them that lives are more valuable than equipment. And you saved a lot of lives today. Danke, Scotty. Grüßen Sie Captain Kirk und die Mannschaft von mir. I apologize for springing all of this on you at the last minute. And I'll explain more as soon as I can. For now, I can tell you that history is unfolding as it should, and that was not the end of K-13. You're building a fine tradition of making the right decisions in crisis situations. In the meantime, don't talk to anyone about the Nakul or their time travel. We can't risk any further corruption of the timeline. Verstanden. Wir werden uns aber bald widersprechen, Daniels. Dann will ich aber ein paar mehr Antworten sehen. Hören. Die Scans zeigen nichts an, Captain. Alles scheint wieder den normalen Gang zu gehen. Yippie! Wir können das System auf Ihren Befehl hin verlassen. Okay, hau ab. Irgendwie habe ich so eine leichte, zum Boden hin geneigte. Macht aber auch nichts. Bei Admiral Garrett Meldung machen. Let me get this straight. K-13, an entire space station just disappeared into some type of spatial anomaly? And I thought some of Kirk's after-action reports were a little out there. Starfleet Command won't be pleased with the loss of K-13, or the people that were still on board, but they'll be happy to hear about the lives you did save. Good work out there. Keep it up. Stay Congratulations, safe. Lieutenant. Ja, wunderbar, jetzt habe ich auch Teammate. We have a problem at Babel. Cord and Rebels have taken several Federation trade officials hostage, and they're threatening to kill them unless the UFP withdraws. Okay, also geht es jetzt nach Babel. Wo ist denn Babel? Captain, I need to speak with you in my quarters. I think it's time for that explanation. Okay. There's more to this mission than you realize, Captain. Something's not right. I'll explain shortly. Wie
viele Credits habe ich denn? Wie war das noch? Vermögen. Null Credits. Doch so viel. Okay. Fähigkeiten kaufen. Na, jetzt nehmen wir mal die. Höhlenwiederherstellung. Klingt ja eigentlich gar nicht verkehrt, ne? Ja, lassen wir das mal so. Huch, jetzt wäre ich beinahe am Ziel vorbei geschlichen. Wer ist das denn unser Ziel? Ne, das ist nicht unser Ziel. Das ist das Sol-System, glaube ich, ne? Ne, das vulkanische System ist das. Nun gut, aber an dieser Stelle mache ich einen kleinen Cut und danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Macht es gut und haltet die Ohren steif. Bis später denn. Tschüss.